Kommen wir jetzt am Schluss noch zu einem Pro-Tipp, und das ist ein sehr wertvoller Tipp für alle Jazzspieler unter euch. Wenn du jetzt zum Beispiel die Zweierphrasierung im ternären Feeling üben möchtest oder auch binär, ist letztlich egal, ob du es binär oder ternär machst, gibt es eine sehr gute Möglichkeit, das auch mit iReal Pro zu üben. iReal Pro ist ja eine App, die viele von euch haben, ne? Wenn du so Standards übst, da gibt es ja sehr viele Standardvorlagen, und da kannst du jetzt zum Beispiel hingehen, du kannst einen Standard nehmen. Und ich ziehe einfach die Spuren, die Lautstärkespuren runter, die Klavierspuren, die Kontrabassspur zum Beispiel, und es bleibt nur noch das Schlagzeug übrig. Dann hast du quasi einen Swing, ein Schlagzeug-Play-Long für dich und kannst mit diesem Schlagzeug-Play-Long, was ja quasi wie ein Metronom dann ist, kannst du sehr gut diese Skalen nochmal üben, die Phrasierungen üben, und das spiele ich dir jetzt zum Schluss nochmal vor.